Ja, heute ist Dienstag in meiner letzten Woche. Ich werde jetzt da lang nach Wixö laufen, wo die ganzen Bunker am Strand liegen. Guck ich mal, ob ich dieses Mal tatsächlich den finde, wo damals, was damals der Bunker war, wo die Osenbande zu dem Schatz da eingestiegen ist. Gucken wir mal. Letztes Mal habe ich den erst hinterher auf dem Foto entdeckt. Mal sehen, ob ich ihn dieses Mal wieder entdecke. Und dieses Mal gleich beim ersten Mal. Auf geht's. 4 Kilometer ungefähr. Knappe Stunde. Gemütlich. Bis denne. Ich kann mich gar nicht erinnern, vor 4 Jahren auch diese Straße lang gefahren zu sein. Aber hier gibt es keinen anderen Zuweg. Oh. Naja, bin gespannt. Wetter ist schön. Ist tatsächlich hier der einzige Strandzugang. War das also das letzte Mal noch so? Hier versuche ich gegen den Wind zu erklären, dass ich den einen der Drehorte erreicht habe, wo die Osenbande Fährt nach Jütland gedreht wurde. Die wurde dort in dem ganzen Gebiet gedreht, unter anderem eben auch an den Bunkern in Wixö. Und ich dachte, ich gucke mal im Handy und suche mir mal die ganzen Drehorte raus und bin dann nochmal eine große Runde durch Wixö gelaufen und habe versucht, einiges abzuklappern und komme dann nach einer ganzen Weile wieder an den Bunkern raus. Jedenfalls an der Stelle hat Egon gesessen nach einer Panne und die Kamera guckte so über diese Einöde in die Richtung, die ich da versuche zu zeigen. Genau, so muss das gewesen sein. Mittlerweile habe ich aber herausgefunden, dass der Kamerablickwinkel doch nicht stimmt. Das war zwar dort in der unmittelbaren Umgebung, aber der Blick ging in eine ganz andere Richtung. Da vorne geht's nach Wixö und dort muss Mats Madsens Schrottplatz irgendwo gewesen sein. Beziehungsweise den Hof, den gibt's noch. Ich bilde mir sogar ein, den schon zu erkennen. Aber das ist noch ein Stück zu laufen. Ich gehe jetzt noch ein bisschen im Kreis. Dann gehe ich dort vorne wieder zu den Bunker zurück und dann am Strand zum Campingplatz zurück. Da habe ich noch ein bisschen was zu tun heute. Also da ist Mats Madsens Hof, wo damals der Schrottplatz war. Das Haus daneben, das gab es natürlich noch nie. Wie auch wahrscheinlich alle anderen Häuser hier drumherum. Da will ich nun, da war der Schrottplatz von Mats Madsen. Mats Madsen.
So, ich bin jetzt hier an der Stelle, wo die Olsenbande das erste Mal nach Hauerslev kommt. Da haben die Filmfritzen einfach das Ortsschild getauscht von Wixö in Hauerslev. So einfach geht das beim Film. Da gab es natürlich im Hintergrund auch die Ferienhäuser noch nie, ganz klar. Die Lampen, Straßenlampen gab es damals glaube ich auch noch nie. Also, ich bin jetzt die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Da unten sind die Bunker, da war ich schon fast. Bin dann am Strand unten lang, bin da jetzt da hinten lang gelaufen, da rum. Und stehe jetzt sozusagen auf der Rückseite von Mats Matzens Schrottplatz. Bin da weitergelaufen, ganz nach hinten oben, wo der Ortseingang von Wixö ist. Und jetzt laufe ich wieder zurück zu den Bunkern, um dann am Strand zurückzugehen. Ich glaube, das ist der Bunker. Ich hab ihn! Der Bunker! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn gefunden! Das ist er! Da! Ja! Das ist er! Der Zugang zum Generalschatz. So sieht's aus.